Diese Woche wurden die Ausgangsbeschränkungen, die Schulschließungen überall nochmal verlängert. Welche Herausforderungen kommen damit auf die Familien zu und wie können wir denen begegnen? Genau darum soll es sich in meinem heutigen Family Friday drehen. Mein Name ist Katja Zenz. Bei mir bekommen Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern die besten Tipps und Lifehacks für ihren anstrengenden Familienalltag. Im Moment sehe ich an vielen Stellen, dass die Freilerner und die Homeschooler gefragt werden, hey, wie macht ihr das mit euren Kindern? Es ist aber wahnsinnig schwer, hier zwei Dinge miteinander zu vergleichen. Das wäre ungefähr so, als würde man den Urlaub auf Balkonien mit einem Urlaub in der Karibik vergleichen. Beides ist schön, beides kann entspannend sein und doch ist es in vielen Punkten unglaublich anders. Wenn Kinder nicht mehr in die Schule gehen, dann braucht es ungefähr pro Schuljahr einen Monat, bis die Kinder entschult sind und dann eben in den Prozess des Freilernens hineinfallen oder mit ihren Eltern die Struktur geschafft haben, dass wirklich Homeschooling möglich ist. Das, was wir aktuell mit unseren Kindern haben, ist mehr so Unterricht daheim oder genau genommen einfach mehr Hausaufgaben. Das heißt, hier ist es eine vorübergehende Situation und da brauchen die Kinder von uns Eltern einfach unglaublich viel Unterstützung. Manchen Schülern gefällt es richtig gut, ja, sie lieben es, frei zu lernen, frei lernen zu dürfen oder eben auch Kinder, denen es in der Schule nicht so gut gefällt, entweder weil sie dort gemobbt werden, weil sie unterfordert sind oder weil sie Underachiever sind, das heißt, sie können mit dem Schulstoff generell nicht so viel anfangen. Für die ist es so, dass gerade eine komplett neue Welt aufgeht. Andere Schüler wiederum vermissen die Schule. Einerseits, weil ihnen einfach diese Struktur im Tag ganz gut tut, weil sie ihre Mitschüler eben gerne mögen, gerne mit ihnen Zeit verbringen würden wollen, aber das können sie jetzt eben nicht. Oder eben auch, weil sie zu den glücklichen, hochbegabten Kindern gehören, die in der Schule einfach eine wunderbare Förderung erhalten, die jetzt eben nicht möglich ist. Das heißt, wir können hier nicht einen Weg für alle aufschlagen, sondern es muss auch hier mal wieder jede Familie ihren eigenen Weg finden. Und deswegen möchte ich euch erstmal so ein paar Dinge mitgeben, dass ihr euch bewusst macht, mit was ihr und eure Kinder im Moment zu tun haben. Das eine ist, dass wir Eltern mal so eine Last von den Schulen legen dürfen, denn wir sind keine Lehrer. Wir sind weder didaktisch dafür ausgebildet, noch fachlich dazu in der Lage, noch haben wir die entsprechende Zeit zur Verfügung. Die meisten von uns sind ja gleichzeitig im Homeoffice oder müssen zusätzlich auch noch arbeiten, haben mehrere Kinder zu Hause. Das heißt, das ist überhaupt nicht möglich. Und wenn man die Lehrer fragt, dann wissen die darum auch ganz genau. Zum anderen ist es so, dass es ja ohnehin so ist, dass der klassische Unterricht ganz häufig nicht für die hochbegabten Kinder passt. Das heißt, es macht ja jetzt auch keinen Sinn, sie weiterhin damit nur zu füttern und zu füllen. Das heißt, es gibt manche Kinder, die, das sagte ich eben schon, richtig begeistert aufatmen, weil sie jetzt eben unglaublich viele Freiheiten haben. Einige von ihnen bringen diese Freiheiten genau in die Kraft hinein, dass sie jetzt viel mehr leisten als sonst. Ja? Die total begeistert sind, weil es endlich keine blöden Fragen der anderen Schüler mehr gibt, weil es endlich nicht mehr diese tausenden Wiederholungen im Unterricht gibt. Und das sorgt dafür, dass sie super schnell fertig sind mit ihren Aufgaben und dann unglaublich viel Zeit übrig haben, um sich endlich in die Dinge zu vertiefen, für die sie sonst im Alltag ganz häufig keine Zeit haben. Gleichzeitig ist es so, dass es natürlich auch andere Kinder gibt oder es gibt auch viele, gerade hochbegabte Kinder, die total fasziniert sind von digitalen Medien und dieses digitale Arbeiten ist genau ihre Welt. Dabei entdecken sie nur leider ganz, ganz häufig, dass die Lehrer eben technisch ja, vielleicht nicht auf dem gleichen Stand sind wie die Schüler. Und da müssen wir so ein bisschen aufpassen, weil das kann die Dominanzen verschieben. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass es da nicht zu einem Dominanz-Ungleichgewicht kommt zwischen den Lehrern und den Schülern. Dann ist es eben so, dass es auch schwer ist, die Lehrer geben jetzt didaktische Anweisungen. Aber die sind manchmal so unspezifisch, weil jeder natürlich noch versucht, es auf seine Art und Weise zu machen. Und es gibt hier einfach noch nicht eine einheitliche Linie, sodass es hier ganz, ganz häufig Missverständnisse gibt zwischen Lehrern, zwischen Schülern und zwischen Eltern. Ganz häufig wird auch das Thema angesprochen, ja, wie ist es jetzt mit den fehlenden Sozialkontakten? Von den hochbegabten Kindern wird ganz häufig gesagt, ach, das seien doch sowieso alles Einzelgänger. Nein, nicht unbedingt. Wenn man zur Mensa-Veranstaltung geht oder von der DGHK, dann sieht man, dass sie absolut genauso gesellig sind wie alle anderen Menschen auch. Es ist nur so, dass nachdem es nur 2% Hochbegabte gibt, ist es eben gar nicht so einfach für die hochbegabten Kinder, einfach passende Kinder zu finden, die zu ihnen passen. Und sie finden sie aber ganz häufig nicht in der Schule, sondern eben an anderen Orten. Und wenn sie diese Freunde gefunden haben, dann sind sie ihnen genauso wertvoll wie den anderen Kindern auch.
Wenn aber ein hochbegabtes Kind in der Schule gemobbt wird, dann wird er seine Mitschüler mit Sicherheit nicht vermissen. Ganz garantiert nicht, ja. Generell ist es so, dass den Hochbegabten die Gleichaltrigen völlig egal sind. Das liegt aber einfach daran, dass es ihnen wichtiger ist, mit Menschen ihre Zeit zu verbringen, die die gleichen Gedankengänge haben. Ganz egal, wie alt die sind. Es ist so, dass die Hochbegabten auch ganz häufig einfach, sie lieben es, sich in Dinge zu vertiefen. Und wenn sie sich in die Dinge hinein vertiefen, dann tun sie das auch gerne für sich alleine. Sie fühlen sich dann in bester Gesellschaft mit sich und den Dingen, die sie da tun. Bei kleinen Kindern sieht man das häufig, dass diese Kreativität und die Fantasie, die aus ihnen heraussprüht, ja, dazu führt, dass irgendein Stock, den sie irgendwo finden, für sie der beste Freund und der Mitspieler werden kann. Und genauso sollte es eigentlich sein, weil das ist der Moment, wo ein Kind in echtes Spiel fährt, wo alles um ihn herum lebendig wird. Das ist eine absolut geniale Eigenschaft und hat nichts damit zu tun, ob sie Einzelgänger sind oder nicht. Denn das sind sie mit Sicherheit nicht. Also, wie gehen wir mit diesen ganzen Herausforderungen jetzt um? Als erstes muss uns nochmal klar werden, dass wir im Moment alle Verunsicherungen spüren. Die Kinder und die Eltern, genauso auch die Lehrer, wie auch die Politiker, wie eigentlich alle Menschen, denen wir im Moment begegnen. Und ganz genau wird es wahrscheinlich sogar so sein, wenn wir unsere Hunde und Katzen anschauen, selbst auf die ist diese Verunsicherung inzwischen wahrscheinlich schon hinübergeschwappt. Was aber jetzt ganz wichtig ist, dass wir unseren Kindern eine Sicherheit vermitteln, die wir vielleicht selbst in uns noch gar nicht fühlen. Aber das ist unser Auftrag, den wir übernommen haben, in dem Moment, wo wir beschlossen haben, hey, wir sind Eltern, wir haben Kinder. Ich habe dazu ein ganzes Live-Video aufgenommen. Das findest du in meiner Gruppe Einfach Schlau auf Facebook. Ich möchte jetzt nicht mehr das ganze Thema nochmal aufbauen. Wenn dich das interessiert, geh in meine Gruppe Einfach Schlau. Da habe ich das ganz, ganz, ganz genau ausklamüsert, wie wir mit unseren Verunsicherungen umgehen können und wie wir für unsere Kinder da sein können und in die Eltern sein können, die sie im Moment brauchen. Unsere Kinder brauchen im Moment den Raum dafür, dass sie alle ihre Emotionen zeigen können. Und es werden vielleicht im Moment Emotionen rauskommen, mit denen wir nicht so gerechnet haben oder die wir uns vielleicht im Moment nicht wünschen. Ich lese von Kindern, die mehr Aggression an den Tag legen. Ich lese von Kindern, die auf einmal wieder im Elternbett schlafen wollen. Nur das zeigt eben, dass das in dem Kind drin ist, was jetzt raus braucht. Und wir müssen den Kindern den Raum geben, dass diese Emotionen rauskommen können. Und das kommt ganz häufig im Spiel heraus. Das heißt, wenn wir ihnen viel Spielraum geben, wo sie sich wirklich ausspielen können, damit sind nicht Brettspiele gemeint, sondern eben sowas, wie ich vorhin sagte, dass ein Kind einfach mit einem Stock spielt, ja. Und da bekommen sie wirklich Raum dafür. Das sind sozusagen ihre eigenen Therapeuten, wenn sie wirklich ins Spiel fallen können. Es ist für die hochbegabten Kinder gerade so, sie sind ja kognitiv extrem schnell und insofern können sie kognitiv diese ganzen aktuellen Herausforderungen relativ schnell überreißen, aber sie sind gleichzeitig emotional damit völlig überfordert. Und ich glaube, das können wir Eltern gut nachvollziehen, weil es geht uns ja im Grunde ähnlich. Nur bei den Kindern ist das so, die hochbegabten Kinder sind ganz, ganz häufig hochsensibel oder ich arbeite ja auch im Schwerpunkt noch mit gefühlsstarken Kindern und für die ist es einfach wahnsinnig schwer, mit dieser Menge an Emotionen umzugehen. Und wir dürfen nicht vergessen, nur weil ein Kind kognitiv etwas versteht, heißt es noch lange nicht, dass es das emotional verarbeiten kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie ihren Emotionen Raum geben können, dass wir ihnen den Raum geben, dass sie spielen können, weil im Spiel können sie diese ganzen Verunsicherungen verarbeiten. Wie ich gerade schon sagte, das Spiel ist ihr ganz eigentlicher, ganz persönlicher Therapeut, der ihnen da hilft. Das heißt, wir geben unseren Kindern die Sicherheit und die Geborgenheit. Wir geben ihnen den Raum, dass sie ihre Themen, die sie gerade beschäftigen, verarbeiten können. Und dann kann das Luxustool des Lernens endlich entstehen. Weil es ist so, Kinder können nur dann in den Lernmodus fallen, wenn sie sich sicher und geborgen fühlen. Und deswegen sind diese beiden Dinge so unglaublich wichtig, dass wir unseren Kindern den Raum geben für alle Emotionen, dass wir ihnen Raum geben zum Spielen und ihnen die Bindung und Sicherheit geben, dass sie sich wirklich fallen lassen können. Und wenn du jetzt ein Kind hast, das immer noch keine Lust hat zu lernen und du dich fragst, wie kann ich mein Kind motivieren und all diese anderen Dinge nicht funktionieren, dann gibt es eigentlich nur zwei Wege. Wenn dein Kind nicht von sich heraus in diesen Lernimpuls kommt, dann tut es das entweder für Mama oder Papa, das heißt aus Bindung heraus, indem du wirklich investiert in 1:1, ja, und ich weiß, genau das ist es, was ganz häufig im Moment zeitlich einfach nicht möglich ist. Oder der andere Punkt eben, dass wir spielerisch darauf eingehen, dass wir es in ein Spiel verwandeln.
zur Unterstützung, helfen uns dabei, wenn wir Strukturen und Rituale einführen, ja, und die haben wir noch nicht. Wir haben auch keine Vorlagen dafür, weil wir sind alle zum ersten Mal in dieser Situation und deswegen müssen wir im Moment diese Strukturen und Rituale immer noch, ja, wahrscheinlich bis zum letzten Tag der Corona-Quarantäne immer wieder neu erfinden und neu anpassen, bis sie für uns und unsere Familie wirklich passen. Ich denke, am Ende der Krise wird es vielleicht ganz viele Kinder geben, die ihre Arbeitspläne nicht erledigt haben. Aber sei sicher, ich habe mit so vielen Lehrern in der letzten Zeit gesprochen, die wissen ganz genau darum. Sie wissen ganz genau darum, dass nicht alle Kinder ihre Arbeitspläne erledigen werden. Und gleichzeitig kann es so sein, dass durch die Bindung, die jetzt in vielen Familien viel, viel mehr ist, weil wir einfach mehr Zeit miteinander haben, weil wir mehr Aufmerksamkeit miteinander haben, weil wir einfach weniger Ablenkung haben, ganz, ganz viele Kinder einen unglaublichen Entwicklungssprung machen werden und in ihrer Entwicklung direkt über sich hinauswachsen. Das heißt, das, was unsere Kinder im Moment in unserem Homeschooling am meisten lernen, ist vielleicht nicht der klassische Lernstoff, aber das, was sie für ihr Leben wirklich brauchen, nämlich Reife und Entwicklung. Kommentier du mir doch gerne mal unter diesem Video, unter diesem Podcast, was sind eure Herausforderungen, mit denen ihr umzugehen habt und was sind eure Lösungen, die bei euch schon gut funktionieren, weil wie ich eben schon sagte, wir sind alle zum ersten Mal in der Situation und im Moment kann jeder jedem helfen und jeder jeden anderen inspirieren in den Dingen, die wirklich richtig gut funktionieren. Wenn du Lust hast, im geschützten Rahmen darüber weiterzusprechen, komm doch gerne auf Facebook in meine Gruppe Einfach Schlau. Das ist eine Gruppe für Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern, wo wir uns wirklich geschützt austauschen können und wirklich tolle Gespräche zustande kommen. Außerdem kleiner Hinweis schon mal, in 2 Wochen startet wieder meine Wie Eltern weniger schimpfen Challenge. Da bekommst du von mir ganz, ganz wertvolle Aufgaben und ganz, ganz wertvolle Hilfestellungen für deinen Alltag mit deinem hochbegabten Kind. Wenn dir das gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du auf YouTube bist, dann drück doch gerne auf die Glocke, abonniere meinen Kanal, damit du auch wieder erfährst, wann mein nächster Family Friday online geht. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, einen guten Start in die nächste Homeschooling-Woche und bis bald. Mach's gut. Ciao.